Was geht, Leute? Mein Name ist Lenny. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach. Nun, wir haben jetzt 5 Enden gesehen insgesamt und es gibt noch ein letztes Ende. Dieses letzte Ende ist das wahre Ende von Five Nights at Freddy's Security Breach. Also das war wortwörtlich das wahre Ende, also das richtige Ende. Was ziemlich crazy eigentlich ist, wenn man darüber nachdenkt, weil das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Dachte, sind wir richtig? Ja, ich glaube, wir sind richtig. Oh mein Gott. Ja, ich feiere das irgendwie, wenn alles nochmal laden muss. Irgendwie ist es cool. Ich weiß nicht, wieso ich es mag. Irgendwie ist es befriedigend, wenn man dann zusieht, wie es lädt. Ist es immer noch nicht fertig geladen oder ist der Ort so? Ich habe keine Ahnung, ob der Ort so ist oder... Der ist nicht so. Da kann ich hier... Nee, hier ist schon eine Wand, glaube ich. Okay, warte mal ganz kurz. Ich bin ein bisschen verwirrt. Warte, können wir... Kommt Freddy eigentlich zu uns? Ja, Freddy kann zu uns kommen. Okay, ich höre seine Schritte. War das doch hier lang? Ah, hier ist eine Tür natürlich. Okay, das ist ein... What? Okay. Freddy? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist voll der... Was zum Teufel? Freddy, ich bin hier. Oh mein Gott. Ja, genau, Freddy. Bleib einfach dort, okay? Sonst bekomme ich Angst. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber ja, wo wir jetzt hin müssen, ist, wir müssen zu... Oh, bye. Bye. Wir müssen zu... War das zu Monty? Zu diesem Racetrack, da wo man Rennen fährt. Oh nein, hör auf. Hör auf damit. Ich schwöre, hör auf damit, okay? Wir speichern nochmal vorher. Oh, Freiheit. Okay, wir müssen jetzt zu... Oh mein Gott, irgendwie das Spiel lädt gerade nicht vernünftig, ne? Irgendwas stimmt mit meinem Spiel nicht gerade, Leute. Ist aber in Ordnung. Wir werden hier eh nur ein letztes Mal sein. Also wenn ich hier weg bin, kann ich so viel buggen, wie es will. Ist in Ordnung. Ja, ist immer noch dunkel, aber es sollte gleich hell werden, oder? Ja, da haben wir es ja. Oh, hier ist ein Rolltipp. Okay, das ist episch, muss ich sagen. Wir müssen zu Roxy Raceway, genau. Dazu müssen wir übrigens in die zweite Ebene, weil in der ersten Ebene kommen wir da gar nicht rein. Also man kommt da gar nicht rein. Es ist nur, man muss durch einen Umweg quasi da rein. Aber ich sag's so eigentlich, ich weiß, ich hab das schon öfter gesagt, aber ich wiederhole es nochmal für die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben. Dieser Ort ist verdammt geil. Ich feiere diesen Ort. Ich würde hier, wäre ich ein Kind, sogar wäre ich erwachsen, jetzt würde ich da hinfahren. Gäbe es so einen Ort, würde ich jetzt da hinfahren. Und ehrlich gesagt, kann ich mir das schon vorstellen, weil Roboter sind ja in Zukunft ein Ding. Und künstliche Intelligenz ist ein Ding. Und deswegen denke ich persönlich, dass irgendwann es auch Roboter Stars gibt. Dass Roboter irgendwie auf die Bühne gehen und Musik machen und sowas. Also ich denke, davon sind wir gar nicht so weit entfernt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es solche Gegenden geben wird. Oder Five Nights at Freddy's selbst macht sowas auf. Vielleicht haben die das sogar geplant, stell euch mal vor, dass sie das Spiel gemacht haben, um quasi irgendwann im Echtleben sowas aufzumachen. Die Frage ist nur, wer nach einem Horrorspiel dahin noch gehen will, okay? Das ist natürlich die Frage, weil es ist ja kein... Es ist ja ein Horrorspiel, okay? Ich würde trotzdem hingehen, logischerweise. Aber, warte mal, war das hier lang? Oder ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, dann muss ich wieder laden, okay? Ja, wir sind richtig auf jeden Fall. Wir müssen hier reingehen, diesen Weg hier entlang. Und dann müssen wir durch die eine Tür. Da waren wir schon mal, aber da kamen wir nicht durch, weil ich hatte die Clown von Monty nicht. Und das war das Problem. Deswegen, jetzt wo wir sie haben, können wir da jetzt lang gehen. Ah, scheiße. Ich hasse das. Ich frage mich aber gerade, ob überhaupt die Animatronics noch kommen. Das ist ganz, ganz komisch. Okay, wir sind dort, aber es muss wieder laden, leider. Hilfe, wo bin ich? Ich schaue gegen die Wand gerade. Ich bin... Okay, Anweisungskarte schließen. Ich weiß nicht, was hier gerade geschieht, Leute. Ich bin irgendwie... Irgendwas stimmt mit meinem Spiel definitiv nicht, habe ich das Gefühl. Habt ihr auch das Gefühl? Lass mal die Kamera einfach rausholen. Das ist der einfachere Weg. Oh, scheiße, ich habe keine Batterie mehr. Das ist halt nicht gut. So, wir gehen jetzt nochmal da rein. Bitte entspann dich. Okay. Es ist geladen. Let's go. Hier sollten wir hier easy peasy runterkommen. Jetzt müssen wir Freddy erstmal holen. Oh mein Gott, Freddy, von wo kommst du überhaupt? Das hätte er auf der Ecke auf mich gewartet oder so. Bist du überhaupt aufgeladen? Oh, bitte. Ja, bist du, Gott sei Dank. So, jetzt können wir hier durch. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Okay, doch. Oh, okay. Alles klar. Ich weiß gerade nicht, was heute in meinem Spiel los ist. Aber es ist echt ein bisschen verwirrt, glaube ich. Jetzt können wir den hier machen. Hallo? Geht doch.
Und jetzt können wir hier lang gehen, aus Feld aus. This elevator does not appear to follow any safety protocols. I do not think it can survive more than one trip. Okay, es kann nicht mehr als eine Fahrt überleben. Aber ich bin mir sicher. Und hier soll es dann zum letzten Ende gehen. Für dieses wahre Ende braucht man übrigens eigentlich nur Monty und Chica. Man braucht sonst nichts anderes. Also, ja, deswegen. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst, mein Spiel. Freddy? Freddy, was tust du? Oh mein Gott. Jupp, okay. Ich glaube, weil ihr wisst ja alle, ich habe ja diesen einen Bug benutzt. Okay, Freddy ist weg. Alles klar. Ich habe diesen einen Bug benutzt, wodurch ich quasi, naja, wie soll ich sagen, speichern kann, auch nach 6 Uhr. Freddy, kannst du damit aufhören, was auch immer du tust? Das feiere ich dort gar nicht, jetzt ohne Scheiß. Okay, anscheinend habe ich hier diese Generatoren aktivieren, so wie es aussieht. Ja. Sieht ganz danach aus, tatsächlich. So, hier gibt es mehrere davon und die leuchten alle. Deswegen sollte man sie gut wiedererkennen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber ich glaube nicht, weil dieses Rote ist... Hallo? Ich sehe nichts. Alter, das ist dunkel. Das Spiel ist gerade echt komisch. Oh, hier sind mehr Roboter. Oh. Das Spiel ist gerade richtig komisch, muss ich ehrlich sagen. Okay, habe ich... Ah, warte, ich gehe nochmal kurz zurück und schaue mich hier kurz um. Okay, grün, grün. Okay, warte, ich kann ein Bild von dir machen, oder? So. Nice. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles hier aktiviert. Oh, Hilfe. Oh mein Gott, geht's hier lang? Ja. Junge, wo sind wir gerade? Wow. Ne. Alter, ich hab Gänsehaut. Das ist die letzte Stelle. Die Five Nights at Freddy's. Die Pizzeria. Oder lege ich falsch? Kann Freddy herkommen? Also, wir können, oh, jetzt, oh, wir können uns da drin verstecken, aber das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich mich hier aufladen. Vielleicht geht das aber nicht mal. Das kann sein. Aber ja, ich habe auf jeden Fall diesen einen Bug benutzt, wodurch ich dann auch noch speichern konnte. Und der ist sehr hilfreich, aber es kommt dann zu ein paar Bugs. Aber ich wollte ihn trotzdem nutzen, weil das war zu hilfreich. Das war einfach zu hilfreich. Dazu habe ich nicht Nein gesagt. Okay, da geht's einfach nicht rein. Das ist von den ersten Five Nights at Freddy's, glaube ich. Oh mein Gott, wie crazy. Aber wo geht's rein? Hier geht's auch nicht rein, okay. Wahrscheinlich geht's dann hier rein, oder? Auch nicht. Hä? Okay, warte, das ist komisch. Vielleicht... Ne, hier geht's auch nicht... Oh. Aber ich kann Freddy nicht aufladen, ne? Nee. Das ist so ärgerlich. Okay. Auf geht's, Freddy. Wir gehen da runter. Ich glaube, das sollte mit Freddy gehen, oder? Oh mein Gott, yes. Oh! I know what this is. Okay. I have been here before. Du warst hier bereits. She brought me here. Okay. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to. But I had no choice. Was ist das? What? Nochmal? Ja, okay, aber... Oh nein, muss ich wieder... Sag mir nicht, ich muss alles wieder von vorne machen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin wieder beim Fahrstuhl, oder? Ich glaube, ja. Oh, oder ich habe nicht alle Generatoren angemacht. Das kann auch sein. Hier ist nämlich noch einer. Dass, wenn der Sturm nicht an ist. Genau. Genau, genau, genau. Habe ich doch irgendwas vergessen, irgendein Generator? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er sieht... Nicht danach aus. Ihr habt doch alle aktiviert, oder? Oder passiert dann was, wenn man alle aktiviert? Ich habe das Gefühl, dass dann eher was passiert, dass man das sieht, wenn man alle aktiviert, aber... Okay, da bin ich mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Habe ich hier vielleicht irgendwas vergessen? Ne, der ist auch an. Sag mir nicht, ich habe irgendwas vergessen. Okay, das wäre halt echt ärgerlich, muss ich sagen. Warte, ist hier noch einer oder so, oder... Oh, jetzt kann ich mich aufladen. Sehr gut, weil... Ich weiß nicht, ob Freddy sonst die ganze Zeit aufgeladen wäre. Ich probiere es nochmal. Oh mein Gott. She brought me here. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to. I had no choice. Oh mein Gott. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. They are so angry, confused, but I can protect you. I am not me.
What, wer ist das? Was ist das? Oh, sie haben uns bekommen. Okay. Oh mein Gott. Kann ich rausgehen? Ich muss niesen. Ah, das war echt nice. Okay, warte mal. Halt den auf. Was? Was? Oh. Oh, wir können ihn verbrennen. Wenn wir Freddy... Oh mein Gott. What is that thing? Wer ist das? Oh mein Gott. Okay, warte mal. Hier ist der Tür. Hier ist noch einer. Okay. Und hier ist noch ein PC. Und da ist ein Schacht. Oh mein Gott. Ist das so eine Art Spiel? Ich glaube, ja. Wir können Freddy nicht aufladen. Aber wir können in Freddy nochmal reingehen. Was? Da unten ist irgendwie... Okay. Oh nein. Soll ich mich verstecken? In ihr? In ihm? Ich glaube in ihm, oder? Sie kommt. Oh mein Gott. Ich verstecke mich mal kurz in ihm. Wieso ist da so ein grünes Strich? Nein. Wir sind tot. Wir sind tot, ja. Wir sind tot, ja. Wir sind tot. Das war's. Oh mein Gott, wir haben es sogar gefunden. Ey, ich konnte da nicht stehen, bin ich ganz ehrlich. Ich konnte einfach nicht stehen. Wo spawnen wir jetzt? Oh nein, schon wieder hier. Ernsthaft? Schon wieder dieselbe Stelle? Aber Roxy kann einen ja nicht hören. Nicht sehen, meine ich. Deswegen hat das auch funktioniert, dass wir so lange überlebt haben. Auch wenn es mir gerade die Sprache verschlagen hat. Aber, das ist jetzt egal. Ich meine, wir können den nochmal fotografieren. Wir wissen auf jeden Fall, was zu tun ist. Das steht fest. Wir sollten uns in Freddy verstecken. Leider war es so, dass er zu derselben Zeit gehackt wurde. Was so richtig komisch war. Okay, warte. So, perfekt. Und jetzt können wir aufladen, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Sehr nice. Okay, warte mal. Er wird wieder... Wo ist er? Er ist dort. Oh mein Gott. Let's go. Okay. Haben wir noch Batterien? Nein. Schön aufladen. What is that thing? Können wir uns hier aufladen? Anscheinend nicht. Wieso können wir uns nicht aufladen? Wieso kann Freddy nicht aufladen? Okay, das ist blöd. Ich frage mich, ob das jetzt aus Zufall passiert, wer kommt und wer nicht kommt. Oder auf jeden Fall kann er auf einen dieser Bildschirme sein. Okay, wir müssen halt immer gucken, wo er sich befindet anscheinend. Das macht wahrscheinlich den Schacht hier zu. Was? Oh mein Gott, das ist Chica. Warte, ich warte kurz. Weil ich glaube, wir müssen Batterie sparen. Oder? Kann das sein? Oh mein Gott, ich mache jetzt lieber doch die Tür zu. Ja, das wäre zu gruselig. Schon wieder? Wo ist er? Hier ist er. Hier ist er nicht. Er muss hier sein. Okay, let's go. Let's go. Wenn wir ihn bei zwei Bildschirmen nicht sehen... Okay, können wir die Tür wieder aufmachen? Ist die ganze Zeit aus, oder? Okay. Ich glaube, sobald man sie weggehen sieht, kann man die Tür wieder aufmachen. Das ist eine gute Sache. Ich habe ein bisschen Angst vor Roxanne, weil wenn wir zu dem Zeitpunkt gehackt werden, dann müssen wir, glaube ich, geduckt gehen und keine Geräusche machen. Und der Schacht. Oh nein. Okay. Ich höre ihn näher kommen. Ich mache die Tür zu. Ich mache die Tür zu. Ich habe da keinen Bock auf den Scheiß. Ich habe da keinen Bock. Okay, nice. Er ist glaube ich, genau dort. Wir sollen jetzt warten, bis er... Geht er wieder weg? Seine Schritte werden... Ich weiß gar nicht, ob sie leiser werden oder nicht. Okay, hier ist er. Ich kann wieder aufmachen, glaube ich. Oder? Ja. Sehr nice. Perfekt, okay. Es kommt auf jeden Fall noch Roxanne, hundertprozentig. Ja, okay, warte, aber wo? Was ist, wenn du gehackt wirst, Freddy? Du wirst gehackt. Er wird auf jeden Fall gehackt. Jetzt gleich. Das ist ein Problem. Oh mein Gott, sie sind weg.
Nein. Geh doch weg. Bitte. Oh mein Gott, sie geht nicht weg. Scheiße. Nein, 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 nicht schon wieder. Was soll ich da bitte machen? What? Sie wollte nicht verschwinden, sie war da die ganze Zeit. Vielleicht doch woanders verstecken als bei Freddy? Gott, sie versteckt mir immer so die Sprache. Ich kann einfach nicht mehr reden, wenn sie mit mir in einem Raum ist. Alles klar, ich glaube, wir müssen es irgendwie hinbekommen, ohne dass wir uns bei Freddy verstecken, weil es funktioniert ja anscheinend irgendwie nicht. Ich glaube, wir müssen einfach dafür sorgen, dass Roxanne reinkommt. Und wir verstecken uns einfach irgendwo in der Ecke, weil das Ding ist, sie, Hilfe? Kann ich mich da... Ja, kann ich mich auch verstecken? Oh nein. Ist doch nicht wahr. Scheiße. Ich verstecke mich diesmal in der Ecke. Das ist gar nicht gut gerade. Weil es kommen ja noch zwei weitere. Und sie wird mich immer wieder hören, ne? Okay, das ist gar nicht gut. Kann ich hier eigentlich rauskommen? Bitte geh weg. Weiß sie, wo ich bin? Hä? Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein, hör auf. Hör auf, bitte. Ich hasse das. Alter, bin ich hier sicher? Auf jeden Fall sieht sie mich. Kann ich einen Stein werfen oder sowas? Oh nein. Er wird gehackt. Ich weiß halt aber nicht wo. Oh mein Gott. Oh! Bin ich hier sicher? Anscheinend ja. Anscheinend ja! Okay, das sieht komisch aus. Das sieht echt merkwürdig aus. Sie ist halt echt zerstört, ne? Irgendwie tut sie mir leid. Oh mein Gott, sie hat keine Augen. Aber wie kann sie mich die ganze Zeit sehen? Okay, ich glaube, das muss ein Bug sein. Das muss ein Bug sein. Aber wann kommt Chica und der andere? Die kommt doch auch noch, oder nicht? Und kann ich von hier sehen, wo er gehackt wird? Das ist die Frage. Das stelle ich mir gerade. Oh mein Gott, was tut sie da? Sie macht mir gerade ein bisschen Angst, muss ich sagen. Anscheinend bin ich aber sicher. Das ist eine coole Sache. Oh, nicht schon wieder. Wo? Hier? Nein? Hier? Ja? Lauf. Wieder in die Ecke. Oh. Das muss ein Bug sein. Sie weiß halt dauerhaft, wo ich bin, ne? Dauerhaft. Ja, es muss 100%ig ein Bug sein, keine Frage. Achso, das ist ihr Schwanz. Also, ihr wisst schon. Gott. Oh mein Gott, was geschieht hier gerade? Das Ding ist, das Spiel ist so hart verbuggt. Ich hoffe, sie beheben die Bugs, aber... Ja, dann sind wir halt schon mit dem Spiel fertig, ne? Es ist so spät. Okay. Wo ist halt Chica und der andere? Die kommen irgendwie gar nicht. Normalerweise sagt er immer, die kommen, aber... Das ist anscheinend gerade nicht der Fall. Warte, habe ich da was gesehen in dem mittleren Monitor? Ich glaube, da ist was im mittleren Monitor, oder? Ich glaube, Freddy sollte gleich wieder gehackt werden. Was ich zwar nicht hoffe, aber... Oh mein Gott, ja. Ja. Oh mein Gott. Und ja, okay, nice. Das war doch der andere. Sie weiß immer, wo ich bin. Das macht keinen Sinn. Woher weiß sie immer, wo ich bin? Aber sie kommt hier nicht durch, weil es irgendwie so eine Art Glitch oder Bug ist oder so. Oh mein Gott. Okay, wie oft müssen wir das nochmal tun? Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht, aber der Schluss ist echt merkwürdig. Das soll, wie gesagt, das richtige Ende sein. Also hier erfahren wir, was wirklich passiert ist. Die anderen sind nur Möglichkeiten. Es ist wie so ein offenes Ende in einem Film, wo man quasi sieht, hey, du kannst jetzt sozusagen denken, was passiert. Und die anderen Enden sind sozusagen so, dass... ja, genau, Fred, das ist der richtige Zeitpunkt, um zu winken. Der genau richtige Zeitpunkt auf jeden Fall. Okay, jetzt ist nur die Frage, wo genau... Wo genau wird er kommen? Wie heißt er nochmal? Ich habe diese Animatronics noch nie gesehen. Nein. Nein. Okay, let's go. Let's go. Wieder zurück. Ernsthaft? Sie weiß immer, wo ich bin. Das macht keinen Sinn. Ich meine, gut, jetzt sprinte ich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich check das gerade nicht, was hier abgeht. Okay, Freddy, entspann dich. Wink mir nochmal zu. Das wird mir helfen, das macht mir gute Laune. Sie kam aber näher als davor, oder? Ich war davor, stand sie da nicht drauf, glaube ich. What? Okay. Oh mein Gott. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das einfach gar nicht mehr, wirklich nicht. Okay, Freddy, komm schon, werd nochmal gehackt. Wir müssen ihn halt immer enthacken, weil dieses Ding anscheinend hier gar nicht reinkommen will. Oder es so weit weg ist, dass es gar nicht reinkommen kann. Und deswegen macht es das alles über den PC. Das kann natürlich sein. Jetzt schon wieder, let's go. Hier nicht. Hier nicht. Hier vielleicht? Let's go, nice. Wie oft noch? What? Nein, nicht nochmal, oder? Ernsthaft? Ich glaube, wir müssen es normal machen. Oh mein Gott. Aber Chica kam gar nicht. Ja, Chica kam gar nicht. Oh mein Gott, schon wieder. Schon wieder. Hier. Yes! What? Das ist nicht Freddy. Das ist auf jeden Fall... Das ist nicht Freddy, oder? What? Oh mein Gott. Alles geht kaputt. Und jetzt? Bitte gib mir nicht die Credits. Bitte gib mir diese Bilder, die du immer... Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn das wahre Ende war, dann ist es sehr, sehr, sehr offen, finde ich irgendwie, weil wir sind halt weggerannt. Und da war der andere Freddy, normale Freddy. Und... Oder eine Maske von ihm wenigstens. Und dieses gewisse Etwas, was auch immer das war. Das war ein anderes Animatronics, ein anderer Roboter, den ich aber bis jetzt noch nicht kannte. Und dann sind wir halt weggerannt, aber dann, was da passiert ist, wissen wir ja nicht. Also, ich meine, das könnte darauf hindeuten, dass es noch einen zweiten Teil geben wird. Weil es halt wirklich ein sehr stark offenes Ende war, muss ich schon sagen. Aber ja, jetzt haben wir alle Enden bekommen. Was ziemlich, ziemlich geil ist. Also, hat länger gedauert, als ich dachte. Weil als das Spiel vorbei war, also in Anführungszeichen vorbei war, dachte ich, okay, das war's jetzt, okay. Aber diese 5 Enden zu bekommen, hat so lange gedauert, gefühlt. Wir haben irgendwie 4 bis 5 Folgen mehr gemacht, als ich normalerweise vorhatte. Aber ja, das war es auf jeden Fall wert. Ich habe das Spiel geliebt, wirklich. Das Ding ist nur, es hatte so viele Bugs und Glitches und keine Ahnung was. Aber irgendwie war das Spiel so gut, dass es das okay wäre. Nur ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn es diese Bugs und Glitches nicht gäbe. Zum Beispiel, ich musste das Spiel auf der schlechtesten Grafik spielen, was es zu bieten hat. Weil es aber nicht ging. Also irgendwie, es lag am Spiel. Irgendwas mit meinem Aufnahmegerät, mit der guten Grafik vom Spiel. Es hat nicht funktioniert. Okay, deswegen hätte ich das vielleicht sogar auf PlayStation spielen sollen. Ich glaube, das wäre sogar besser tatsächlich. Aber im Endeffekt spielt es keine Rolle. Das Spiel war ziemlich, ziemlich geil. Und es war tatsächlich einer der geilsten Spiele, finde ich. Auch mit diesen Bugs, einfach so wie es war. Es war einfach einzigartig, okay? So diese Gegend, dieser Pizzaplex, oder wie immer die hieß, war einfach so einzigartig und so lebendig irgendwie, obwohl da nur Roboter waren. Aber es war trotzdem, es hat sich so lebendig angefühlt. Und irgendwie war das Spiel so richtig geil, fand ich. Also, ich meine, ich will es jetzt nicht von 1 bis 10 bewerten, weil es da so viele Sachen gibt, okay? Dem Spiel an sich würde ich 10 Punkte von 10 geben, aber natürlich müsste ich da einiges abziehen, weil die ganzen Bugs und alles und Glitches und... Ich meine, der eine Glitch war sogar gut. Der eine Glitch hat es mir erlaubt, das Spiel zu speichern, obwohl ich... obwohl man eigentlich gar nicht mehr speichern konnte. Nach 6 Uhr morgens, wenn man sagt, man bleibt im Pizzaplex, da kann man normalerweise gar nicht mehr speichern. Und... Ja, wir konnten dann mit einem Bug trotzdem speichern, was ziemlich geil war auf jeden Fall. Auch wenn es dann wieder zu ein paar Problemen kam, aber das Spiel hatte sowieso überall Probleme gefühlt. Deswegen, ja, ich hoffe, sie verbessern es auf jeden Fall. Oft ist es ja so, wenn Spiele rauskommen, dass sie eher am Anfang schlecht sind und dann werden sie irgendwann später besser. Und ja, mit Updates. Also die machen halt regelmäßige Updates und dann irgendwann wird es irgendwann besser. Aber ja, ich hoffe auch, die machen einen zweiten Teil davon, weil... What? Also ist doch ein... Wow! Da haben wir das Ende gehabt! Also die sind rausgekommen und leben jetzt ganz friedlich da weiter. Zum Glück habe ich so lange geredet, ansonsten hätte ich es übersprungen, jetzt ohne Scheiß. Ich dachte nicht, dass da noch irgendwas kommt. Aber das war echt ein schönes Ende. Wow. Nun, ich habe mir ein paar YouTube-Videos reingezogen zu dem Spiel. Ein paar, naja, wie soll ich sagen...
Theorien zum Spiel. Und anscheinend soll Gregory, also den, den wir spielen, auch ein Roboter sein. Also er ist auch ein Animatronics. Okay, nur als Kind anscheinend. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Aber anscheinend soll das so sein, okay? Ja, das war aber krass. Also anscheinend ist das Ende doch gut. Wir sind dort einfach und genießen unsere Aussicht auf der Wiese. Ich glaube, das heißt Happy End auf jeden Fall. Sehr Happy End. Das ist, ich glaube, das besser geht's gar nicht eigentlich. Nun, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob ein zweites Spiel davon rauskommt. Aber ich könnte mir halt einfach einen Titel vorstellen. Five Nights at Freddy's Security Breach 2. Das klingt irgendwie cool, okay? Es klingt gut. So, das würde mich hypen, sag ich mal, okay? Deswegen, das wäre eigentlich ziemlich geil. Aber gut, Leute. Das war's mal für das Video. Das Ding ist auch, die haben das halt zum ersten Mal sowas gemacht. Davor war ja Five Nights at Freddy's immer so im Raum und nur mit Kameras. Und jetzt haben sie die Kameras beibehalten, auch wenn ich sie nicht so oft verwendet habe. Aber es war halt ein offenes Feld, wo man rumrennen konnte. Und für das erste Spiel, dafür, dass sie das erste Mal sowas gemacht haben, war das schon echt gut. Aber okay, Leute. Das war's für das Video. Für mehr solche Spiele, lasst einen Daumen oben da, abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!